This place is thick with the stench of ghouls. Also in Diablo 3, was die Leute und was auch mich am meisten beeindruckt hat, war auf jeden Fall erstmal die optische Präsentation, sprich die Grafik des Spiels war wieder erwarten wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es wurde eine ganz neue 3D-Engine dafür gemacht. Das Koop-Spiel, sprich die Spieler, die zusammen miteinander spielen können im Online-Modus, wurde sehr, sehr stark modifiziert. Es wird eine neue Klasse wurde vorgestellt, der sogenannte Hexendoktor, den man dann auch im Online-Modus spielen kann. Und die Charaktere können jetzt männlich und weiblich aussuchen, was früher halt auch nicht möglich war. Blizzard hat aber auch gesagt, dass in Zukunft noch viele, viele neue Features zum Spiel angekündigt werden und da ist noch eine Menge zu erwarten. Zum Beispiel im Speziellen, dass der Itemhandel im Spiel wird in Zukunft, also im neuen Diablo, wesentlich ausgereifter sein. Diablo 3 hat einen Singleplayer, also einen Einzelspielermodus, der genauso wie der zweite Teil angeblich sein soll. Es wurde gesagt, dass von der Spielzeit her ist genauso wie im zweiten Teil circa zwischen 50 und 60 Stunden Einzelspielerkampagne wird es geben. Zur Erinnerung, der zweite Teil hatte insgesamt vier Akte. Also können wir auch da erwarten, dass man 50 bis 60 Stunden spielen kann. Und genauso wird es einen Online-Modus geben, in dem man gesagt wurde, mit 8 Spielern gleichzeitig spielen konnte, was technisch möglich ist. Aber ob das im Endeffekt 8 Spieler bleiben, das steht noch in den Sternen. Ich gehe nicht davon aus, dass Diablo 3 im Online-Modus Geld kosten wird, weil das Battle.net ist bisher frei. Warcraft und Starcraft kosten auch kein Geld und es wurde auch nichts diesbezüglich von Blizzard verlautet, dass da in Zukunft Gebühren fällig werden. Es wurde auf jeden Fall von Blizzard gesagt, dass es wieder die sogenannten Zufallshöhlen gibt und sogenannten Zufallsdungeons. Es wird in Zukunft auch noch eine ganze Menge Aufträge geben. Angekündigt wurde auch, dass es so etwas vom Lead-Designer Jay Wilson, dass es sogenannte Zufallsevents gibt, sprich Quests und Aufträge, die nicht in jedem Durchspiel erscheinen, sondern die zufällig einfach passieren. Kane, you still live? Ah, there you are! The writings in this place are incredible! Come, stay a while and... It is time for shedding our enemy's blood, not idle talk. Ah, no one ever listens. Natürlich kam die Frage, wann Diablo 3 erscheinen wird. Von Jay Wilson und Frank Pierce wurde in der Pressekonferenz die berühmte Antwort gesagt, when it's done, was so viel heißt, wenn es fertig ist. Es wurde gesagt, dass seit 4 Jahren an dem Titel mit 55 Mann gearbeitet wird. Presse und Game Insider gehen davon aus, es gab immer wieder Töne auf dem Event, dass man circa 2010 damit rechnen wird. Das ist einfach davon ausgehend, wie Blizzard in der Vergangenheit Titel angekündigt und veröffentlicht hat. Oh,
Diablo 3 wird auf jeden Fall nur für PC und Macintosh kommen. Die Frage nach Konsolen wurde beantwortet, dass sie das nicht aus den Augen verloren haben, aber momentan gibt es keine Pläne, das umzusetzen für die Konsolen.